Der Bart ist echt und damit herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Mittwoch. Heute mit einer traurigen Nachricht. Visceral Games Star Wars. EA schließt den Dead Space Entwickler. Unsichere Zukunft für das kommende Star Wars Abenteuer. Dafür umso erfreulicher, PUBG finaler Release steht kurz bevor. Erste Testphase startet in wenigen Tagen. Und Battlefield 1 detaillierte Infos zu den Inhalten des dritten DLC Turning Tides. Release noch 2017, meine Freunde. Und Warhammer Vermintide 2, neue Infos und Release-Termin zum Left 4 Dead-Klon im Warhammer-Universum. Ja, kommen wir zur Trauermeldung des Tages. Ziemlich überraschend hat Publisher EA den Entwickler von so großartigen Spielen wie Dead Space und auch Battlefield Hardline, nämlich Visceral Games, dicht gemacht. Aktuell arbeitet das Studio, das wisst ihr mit Sicherheit auch schon, an dem Star Wars Action-Adventure, zu dem es bisher wenige Informationen gegeben hat. Wie Kotaku berichtet, wird das Spiel in der bisherigen Form daher nicht bestehen bleiben, wie auch mit einem Entwicklerstudio, was geschlossen wird. Geplant war das Spiel als lineares, auf die Story ausgerichtetes Adventure und deswegen, gerade deswegen, bei vielen Fans auch ziemlich begehrt. Dennoch, durch verschiedene Tests habe man allerdings herausgefunden, dass ein solches Konzept, also so ein Spiel, was sich auf den Singleplayer fokussiert, in der heutigen Zeit nicht gut ankommen würde. Ja, laut Kotaku könnte es eben vor allem genau an dieser Ausrichtung des Singleplayer-Modus liegen, dass sie am Erfolg zweifeln. Mich würde eigentlich mal interessieren, was die da für Tests eigentlich genau gemacht haben, die das prophezeit haben. Wahrscheinlich mit EA-CEOs oder irgendwelchen wichtigen Menschen bei EA, die dann gesagt haben, nee, das kauft niemand. Genau. Wie EAs Vizepräsident Patrick Söderlund in einem Statement auf dem Firmenblog schreibt, werde man trotzdem einige Elemente aus dem Spiel übernehmen. Eigentlich sollte der Titel ja 2019 erscheinen. Diesen Termin werde man aber laut Söderlund logisch vermutlich nicht einhalten können. Und auch die Zukunft von Story-Autorin Amy Henning ist ungewiss. Ja, die hatte ja damals Naughty Dog verlassen. 2014 war ja zum Beispiel auch verantwortlich für die Uncharted-Reihe, hat da die Storys dafür geschrieben. Und die ist dann zu Visceral Games gewechselt und war auch an diesem Star Wars-Projekt beteiligt, beziehungsweise stark involviert gewesen. Die restlichen Mitarbeiter von Visceral Games, die will EA jetzt auf andere Studios verteilen, inwieweit die dann noch an diesem Star Wars Adventure, was jetzt neu arrangiert wird, beteiligt sind, ist halt auch die Frage. Neben BioWare ist Visceral Games jetzt schon das zweite Studio, was in so kurzer Zeit von EA dicht gemacht wird. Da lässt sich vielleicht auch so ein Trend erkennen, dass man das alles so ein bisschen komprimieren will, zentralisieren will, weg von verschiedenen unabhängigeren Studios gehen will, hin zu einem eigenen großen EA Worldwide Studio. Ist da eine denkbare Entwicklung und wie schon gesagt, Visceral Games hat ein Vermächtnis hinterlassen in Form von Dead Space und Battlefield Hardline. Wir wünschen natürlich auch vor allem allen Mitarbeitern eine geregelte, sichere und auch gute Zukunft, weil das ist schon eine Hammermeldung eigentlich. Hätte auch so niemand damit gerechnet. Fast so wie mit dem Release von PUBG, dem finalen Release, befindet sich aktuell ja noch in der Early Access Fassung. Entwickler Bluehole sagt jetzt aber, hey, unser Spiel steht kurz vor dem Release. Die Early Access Phase soll Battlegrounds noch in diesem Jahr verlassen, um das zu gewährleisten. Arbeiten die Entwickler auch auf Hochtouren an dem Projekt. Für Version 1.0 sind einige Änderungen geplant. Neben der neuen Wüstenmap, über die wir ja gestern schon ausführlich gesprochen haben, stehen auch solche Mechaniken wie zum Beispiel das Kletter- und Sprungsystem an. Bis zum finalen Release in diesem Jahr dann soll es mehrere Testphasen geben, 3 Stück an der Zahl, in denen dann ihr solche Inhalte wie zum Beispiel die neue Map oder dieses Klettersystem auf den Testservern für alle Interessierten ausprobieren könnt. Ja, dabei sehen die Entwickler einen Testzeitraum pro Phase von mindestens 2 bis 4 Wochen vor. Ja, das ist natürlich eine super Nachricht für alle PUBG-Fans, denn das bedeutet, dass Ende November oder Anfang Dezember das Game vielleicht schon final erscheinen könnte. Die konkreten Zeitpläne wollen die Entwickler aber erst demnächst bekannt geben. Die erste Phase, die soll schon in den nächsten Tagen starten und unter anderem das Klettersystem implementieren, auf das ja schon ganz, ganz viele gewartet haben. Und in den nächsten Wochen ist schon definitiv mit der Wüstenkarte zu rechnen. Also ganz viele Neuerungen. Ich freue mich drauf, bin schon gespannt. Wäre auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, ne? Ja. So die 1.0-Fassung von PUBG für alle und Alive and Kicking, vor allem auch funktionierend und ohne Cheater. Das wäre ein großer Traum.
Battlefield 1, EA und DICE haben auf dem offiziellen Battleblog jetzt ein paar Informationen zu dem Turning Tides DLC gegeben. Ist ja die dritte Erweiterung erst, die jetzt rauskommt, ungefähr ein Jahr, nachdem das Spiel erschienen ist, aber egal. Man plane den Release des DLCs nicht so plötzlich, also als heute ist er da, sondern in zwei Phasen, das ist ganz interessant, beziehungsweise in zwei Stufen. Jede von diesen beiden Stufen bringt dann neue Maps und weitere Inhalte. Der erste Schwung dieser Inhalte steht für Dezember 2017 an noch. Enthalten sind da neben einer neuen Elite-Klasse Fern- und Nahkampfwaffen auch zwei neue Maps. Die drehen sich diesmal thematisch um die Schlacht bei Gallipoli und lassen sich im Operations-Modus verbinden. Daher auch der Name Turning Tides, quasi die Kriegswendepunkte im Ersten Weltkrieg, will man damit eben abdecken. Mit dabei sind zudem neue Fahrzeuge, unter anderem ein Schlachtschiff sowie ein kleines Luftschiff mit Platz für vier Spieler. Ein klitzekleines Luftschiff. Ein kleiner Heißluftballon. Genau. Der zweite Teil der Erweiterung, der soll dann im Januar 2018 folgen und ebenfalls zwei neue Maps mit sich bringen. Die fokussieren sich dann auf die Kämpfe zwischen dem Deutschen Reich und der britischen Marine. Und einen genauen Termin, den gibt's leider noch nicht. Dennoch versichert die EA, dass die Premium-Spieler wie gewohnt zwei Wochen schon vorab testen können. Ist ja auch mittlerweile so nach Revolution der einzige Vorteil, den man als Premium-Spieler neben den Battle Packs noch so genießt. Aber immerhin gute Nachrichten, endlich mehr Maps. Diesmal nicht so viele wie beim In the Name of the Tsar DLC, statt 6 nur 4, aber trotzdem ordentlich Inhalte, die mich dann bestimmt auch über die Weihnachtszeit hinweg begleiten werden. Neben Wolfenstein 2. Ja, natürlich, neben Wolfenstein 2. Nicht zu vergessen. Warhammer Vermintide 2, die Fortsetzung zum Left 4 Dead-Klon im Warhammer-Universum, befindet sich ja schon einige Zeit bei Entwickler Fat Shark in Entwicklung und hat jetzt einen Release-Zeitraum bekommen. Vermintide 2 soll im ersten Quartal 2018 für PC und Konsolen erscheinen. Auf Steam könnt ihr den Titel bereits vorbestellen und wer ganz schlau ist, der geht jetzt auf die Website des Entwicklers, einfach Warhammer Vermintide 2 eingeben. In der Google-Suche, da könnt ihr euch nämlich zur Beta anmelden und das Spiel schon vorher kostenlos ausprobieren. Im Kern des Spiels stehen wie im Vorgänger schon kooperative Kämpfe, ist ja so ans Konzept von Left 4 Dead angelehnt. Bis zu vier Spieler stellen sich Horden von Gegnern und erfüllen Missionsziele, die Left 4 Dead auch gar nicht so ähnlich waren, wie, also im ersten Teil zumindest. Und neben den Rattenmenschen rückt ihr in der Fortsetzung dann auch den mächtigen Chaoskriegern zu Leibe. Zur Auswahl stehen euch fünf Charakterklassen mit insgesamt 15 verschiedenen Karrierepfaden und jeder davon bringt einzigartige Fähigkeiten mit sich, die es geschickt zu kombinieren gilt. Und ein überarbeitetes Progress-System wartet auf euch, sowie ein neues Loot-System, das sich von dem Vorgänger, von der Left 4 Dead-Reihe wohl stark abheben soll. Der Vorgänger der Reihe erschien ja 2015 und hatte viele Fans, gerade die Warhammer-Fans, die sich in dem Universum treffen. War ein ziemlich cooles Spiel. Es war damals noch am Anfang zumindest stark an Left 4 Dead angelehnt. Das hat man dann gelöst mit diesen, erstmal durch die unterschiedlichen Charakterklassen, die dann Auswirkungen haben, sowie auch diese Progress- und Loot-Systeme eben. Also es ist schon so eine Mischung aus Left 4 Dead und Rollenspiel, könnte man sagen. Ziemlich coole Sache, vor allem für alle, die vielleicht früher mal Warhammer gespielt haben oder sich da in der Welt einigermaßen wohlfühlen. Und auch mal ein sehr schöner Titel, den ich mir auf meine Steam-Wunschliste schon gesetzt habe. Ja, das war's mit den News. Kommen wir zur Videovorschau. Wir haben wieder tolle Sachen für euch produziert, unter anderem zu Gran Turismo Sport. Wir verraten euch fünf Gründe, warum Rennspielfans das Spiel lieben werden. Neben den detaillierten Wagen, lieber Thorsten Deep Hunter, und dem ausgearbeiteten Gameplay hat das Spiel nämlich noch so einige Schmankerl für die echten Racing-Fans auf Lager. Und zu The Evil Within 2, da haben wir einen Gegner-Guide euch aufgenommen, wie ihr am besten mit den Gegnern aus The Evil Within 2 zurechtkommt und wie ihr so immer genug Munition in der Tasche habt. Das erfahrt ihr im Video. Ja. Und jetzt in der Community erfahrt ihr alles zur gestrigen Frage des Tages und ab dafür. Ja, gestern haben wir euch über Call of Duty World War II erzählt, beziehungsweise berichtet, euch gefragt, wie euch die neuen Waffenskins gefallen, die ja thematisch ziemlich angepasst sind an Setting und mir persönlich echt gut gefallen. Ja. Und ob ihr solche Individualisierungsmöglichkeiten bei Shootern wie Skins, Waffen, Camos etc. überhaupt von Bedeutung sind für euch oder überhaupt wichtig sind oder ob ihr da einfach, gelinde gesagt, drauf scheißen könnt. Green Legend schreibt, solche
Individualisierungsmöglichkeiten haben aus meiner Sicht her schon einen gewissen Reiz. Es macht Spaß, diese frei zu spielen, nicht frei zu kaufen. Und wenn diese auch noch cool aussehen, umso besser. Der Weg bei Call of Duty World War II, keine knallbunten Waffenskins zu integrieren, halte ich bei diesem Setting genau richtig. Macht weiter so. Schöne Grüße aus Dresden. Schöne Grüße zurück. Übrigens sehe ich haargenau wie du. War auch eine meiner größten Befürchtungen. Ich habe es, glaube ich, gestern schon mal ein bisschen angerissen, dass es dann halt so alberne Skins gibt, wie zum Beispiel bei Black Ops 3 oder so, die dann leuchten und ja, was weiß ich. Das würde mir den Zweiten Weltkrieg, so schlimm wie er auch war, noch richtig weiter ruinieren. Ja. So eine Entwicklung. Ich bin auch froh. Eigentlich prinzipiell ganz gerne eigentlich, wenn du Sachen frei spielen kannst. Das ist ja, wie Green Legend auch sagt, totaler Reiz, da irgendwie weiter zu kommen, noch ein zusätzlicher, genau, Progress sozusagen. Thorsten Deephunter. Im hektischen Feuergefechten habe ich und viele andere bestimmt auch gar keine Zeit, mir den Gegner genau anzusehen. Bis auf die Lobby sieht man Freunde und Feinde gar nicht. Verändern von Waffen, Uniform hat nur einen Grund, der Verkauf von Lootboxen. Ja, das spielt natürlich da auch mit ein, natürlich. Ist natürlich auch die Schattenseite. Ne? Ja, Die Option, das freizuspielen, finde ich auch gut. Die Option, das dann durch Lootboxen irgendwie zu beschleunigen, halte ich halt irgendwie für doof. Bei Battlefield ist es ja auch so, kriegst du ja die Skins durch die Battle Packs. Mhm. Die kannst du ja mittlerweile auch freispielen und auch doppelte Items zum Beispiel scrappen, also in Schrottpunkte umwandeln und davon dann neue Battle Packs kaufen. Oder die halt für Echtgeld holen, wenn es da so mannigfaltige Möglichkeiten gibt, dann ist es durchaus in Ordnung. Wenn aber Inhalte nur aus Lootboxen kommen, ja, ja, die man käuflich erwerben muss oder halt 1000 Jahre spielen muss, damit man mal eine kriegt, wo dann nur Schrott drin ist, dann halte ich das natürlich auch für ziemlich bedenklich. Der Black Wolf, der schreibt, interessiert mich absolut null. Erinnere mich an einen Shooter vor einiger Zeit, da habe ich irgendeine Färbung für eine Waffe bekommen in Lavendel. Ich meine in Lavendel. Da fällt mir nichts mehr ein, aber die Bilder heute von World War II waren wenigstens echt cool und atmosphärisch passend gemacht. Ich glaube, ich weiß, auf welchen Shooter der liebe Black Wolf da anspielt, nämlich auf Ghost in the Shell vermutlich. Ja, das war, naja gut, das Thema ist eh durch. Ghost in the Shell ist ja gecancelt worden und ja, thematisch passen müssen sie dann schon. Und Lavendel ist nicht unbedingt die männlichste Farbe auf diesem Planeten. Ach komm, wer will nicht eine Waffe in Lavendel haben? Ja, du hast einen dunkelroten Pullover an, ne? Also ich habe keinen Lavendelfarben. Da würde ein lavendelfarbener Schal bestimmt noch Vielleicht morgen dich so weit bringen, dass mein lavendelfarbener Schal mal mit. Dann hast du ja auch Chance bei den süßen Jungs endlich. Ja. Schön. Mr. Neugier, der ist auch neugierig auf meinen Lavendelschal. Das hört sich mal wieder nach normalen Individualisierungsmöglichkeiten bei Call of Duty an. Im Allgemeinen finde ich, kann es gar nicht genug Individualisierungsmöglichkeiten geben. Ich mag das sehr gerne und kann Stunden damit verbringen, eine Waffe oder meinen Char individuell anzupassen. Solange möglichst alles zu erspielen ist, sage ich nur her damit. Ja, sehe ich auch so. Solange es zu erspielen ist, nicht zu erkaufen, macht halt auch manchmal den Reiz aus. Bei Battlefield zum Beispiel erinnere ich mich da immer an diese Tags, die du kriegst halt, diese Name-Tags. Da gibt es ja die abstrusesten Sachen, die du dafür machen musstest und auch noch machen musst. Und auch vor allem diese Phantom-Tags, dann diese hochbegehrten Sachen, da spielst du halt echt stundenlang, dass du eins kriegst. Und wenn du es dann hast, dann freust du dich. Es wird nur derjenige sein, der dir ein Messer in den Rücken rammt und das dir dann abnimmt. Aber der denkt dann wenigstens, krass, der hat diese Leistung vollbracht. Der Hammer. Prolo schreibt, Individualisierung ist mir nur bei RPGs wichtig. Immerhin will ich mich irgendwie mit dem Charakter identifizieren können oder ihn nach meinen Vorstellungen ins Abenteuer schicken. Bei allem anderen ist mir das mehr oder minder egal. Ob er nun eine rosa Waffe hat oder einen lila Helm, das ist mir mindestens genauso egal, wie wenn bei Sony ein CEO-Wechsel vollzogen wird. Der Prolo mit seinen Spitzen immer und seinem CEO-Wechsel. Das hat dich nachhaltig beeindruckt, muss man schon sagen. Aber klar, bei RPGs ist es natürlich auch wichtig. Wichtiger noch als bei Shootern bin ich auch vollkommen bei dir, gerade bei MMOs oder so, wo du halt dann spezielles Gear irgendwie hast, was halt auch optisch ansprechend erscheint. Bei Shootern ist es ja bei Ego-Shootern klar, da siehst du deinen eigenen Charakter ja sowieso nicht. Also. Ja, ja. Also ich meine, beim RPG geht es ja noch mal viel mehr darum, sich mit dem eigenen Charakter zu identifizieren. Und da macht es viel mehr Sinn. Trotzdem, ich finde das eigentlich ganz cool, die Sachen freizuspielen. Ref schreibt, ist für mich gar nicht wichtig, hatte nie Probleme früher bei Battlefield 2 oder 21-42 hat mich nie interessiert, ist halt ein nettes Gimmick, aber mehr auch nicht. Die sollen eher schauen, dass sie auf dem PC mal die Cheater bekämpfen.
So sehe ich das auch, gerade bei Multiplayer-Spielen. Wir haben es ja gestern schon gesagt, bei PUBG Hölle viele Spieler gebannt. Jeden Tag werden es mehr. Hoffen wir mal, dass es dann bei Call of Duty nicht ganz so schlimm wird. Tendenziell ist es ja auf dem PC immer schlimmer als auf den Konsolen. Und ich habe mir eh schon fest vorgenommen, Call of Duty World War II auf der PlayStation 4 zu spielen, obwohl ich eigentlich PC-Zocker bin. Aber da ist irgendwie die Online-Community präsenter, sagen wir mal so. Du findest immer mehr Mitspieler. Und auch vom Niveau her ist das irgendwie so eher so mein Fall als die, nichts gegen die PC-Community, aber bei Call of Duty ist die PC-Community manchmal schon ziemlicher Krebs, muss man sagen. Das war's von uns für heute. Wir danken euch fürs Zuschauen. Wenn es euch denn gefallen hat und es informativ war, dann hebt den Daumen, lasst es uns wissen und unterstützt uns auch weiterhin mit euren Kommentaren. Die sind ganz wichtig, um diesen Kanal voranzubringen, dass wir wachsen, dass wir öfter Gewinnspiele machen können, etc., öfter Livestreams machen können. Heute um 16 Uhr ist übrigens auf Facebook, PC Games, auf Facebook ein Livestream geplant zu The Evil Within. Da wird die Paula, unsere Testerin, ein bisschen über das Spiel so reden und über die Inszenierung vor allem geht's. Da gibt es auch ein cooles Gewinnspiel dazu. Und ich werde da das eben mitmoderieren mit dem mit unserem Social Media Manager, dem Matze, zusammen. Und der Paula könnte dann mit euren Fragen löchern, falls ihr Fragen zu The Evil Within 2 habt, falls ihr es vielleicht noch nicht gespielt habt, falls ihr überlegt, ob ihr es holen sollt, ob ihr oder ob ihr es einfach scheiße findet. Fragt sie lieber nochmal, vielleicht kann sie euch da ein bisschen was drüber erzählen, was euch in eurer Entscheidung da vielleicht ein bisschen weiterhilft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen dann bei den Daily News.